sind auf das nächste Jubiläum. Mhm. Und bei unseren nächsten Künstlern ist es recht spannend. Die haben genau vor 40 Jahren ihre erste Platte aufgenommen. Hast du das gewusst? Ja, aber zu dieser Platte gibt es eine ganz verrückte Story. Diese Jungs haben nämlich eigentlich schon einige Jahre miteinander Musik gemacht und wollten eigentlich aufhören. Ja. Haben aber beschlossen, so zum Abschied, als kleine Erinnerung, nehmen wir noch mal eine Platte auf. Diese Platte war jedoch nicht das Ende, sondern der Anfang einer ganz, ganz großen Musikgeschichte. Ich sag dir was und ich sag Ihnen was. Wir freuen uns so und wir fühlen uns geehrt, dass Sie wieder mal hier bei uns bei der Musi zu Gast sind. Meine Damen und Herren, lieber Maximilian, hier sind echte Legenden mit echt großen Hits. Hier sind die Kastelruther Spatzen! Stunde, da saß er zerbrochen im Raum. Die Sinne vom Rotwein benebelt, gewinnen, das kann er jetzt kaum. Die kräftigen Finger, sie zittern, das Blatt in der Hand zählt nicht viel. Doch er will das Schicksal versuchen und setzt seine Hoffnung aufs Spiel. Schatten überm Rosenhof, dem schönsten Hof im Tal. Kein Sturm, kein Feuer, keine Not brachten ihn zu Fall. Schatten überm Rosenhof, wenn Sucht zum Schicksal wird und ein Kartenspiel entscheiden muss, ob man Haus und und sing noch mal dein Lied. Feuer, Vogel, flieg hoch zu den Sternen, sing noch einmal unsere Melodie. Feuer, Vogel, flieg und sing noch mal dein Lied. Eine weiße Rose, kleine Jenny, du sollst warten, auf die roten Rosen warten. Eine weiße Rose sagt es dir. Kleine Jenny, du sollst warten, auf die roten Rosen warten. Eine weiße Rose sagt es dir. Die Kast.
Wichtelruder Spatzen beim Musi Open Air. Wahnsinn. Dankeschön. Was für eine Stimmung. Zu Recht, zu Recht. Ja. Die Zugabe kommt, keine Sorge. Das ist ja eine Stimmung wie beim... wie beim Fußballspiel Deutschland gegen Österreich und Italien. Das ist ja unglaublich. Und wir haben noch jemanden mitgebracht. Genau, Oswald Sattler haben wir gleich nochmal mitgenommen. Er war ja einer der ersten Sänger, auch der Kastl-Ruderspatzen. Wahnsinn, Norbert, wenn man sich das anschaut, das ist ja, das kann man gar nicht beschreiben. Und die Menschen, die feiern eure Hits seit Jahrzehnten, muss man sagen. Ja, da kann man nie genug Danke sagen für eure Unterstützung, treuen Fans. Ich möchte mich nach all den Jahren, weil wir heuer ja das 40-Jährige feiern, oder halt vor 40 Jahren haben wir unsere erste Aufnahme gemacht, und den Erfolg haben wir natürlich hauptsächlich den Fans zu verdanken. Da mal danke an euch alle, danke. Lieber Norbert, die Fans, die feiern eure Hits, und das sind auch so spezielle Hits. Ihr erzählt Geschichten aus dem Leben. Schatten über den Rosenhof haben wir gerade gehört, wo jemand im Kartenspiel sein Haus und Hof verliert. Das Mädchen mit den erloschenen Augen und. Sag einmal, ist in und um Kastl-Ruth so viel los, oder woher nehmt ihr da die Geschichten für eure Songs? Ja, ich glaube, das ist nicht nur um Kastl-Ruth, das ist überall auf der ganzen Welt, wenn man so mit den Augen offen durchs Leben geht und das andere, ein oder andere beobachtet. Da passieren so viele Sachen, und wir möchten einfach mit unseren Liedern den Leuten Mut geben, nicht den Mut zu verlieren, einfach versuchen, unter dem Motto zu leben, es gibt immer wieder einen Lichtblick, wenn es mal Probleme gibt, aber einfach versuchen, die Dinge positiv zu sehen, und das Wichtigste im Leben ist auch für die Gesundheit, Zufriedenheit, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch imstande ist, mit Musik das weiterzugeben. Lieber Norbert, schenkt uns noch viele, viele schöne Hits in der nächsten Zukunft. Absolut. Jetzt, lieber Oswald, ich habe eine Frage an dich. Jetzt habe ich ja gerade erzählt, ihr habt damals eigentlich aufhören wollen und dann nochmal zum Abschied eine Platte machen wollen. Warum wolltet ihr aufhören? Erzähl. Ja, es war so, dass wir schon einige Jahre Musik gemacht haben, und wir haben dann für uns als Erinnerung eine Langspielplatte aufgenommen. Der Norbert hat den Titel geschrieben, Das Mädchen mit den erloschenen Augen. Und es war damals, ich würde sagen, einzigartig vom Text her, und es wurde immer wieder gewünscht im Rundfunk, und so wurden wir dann eigentlich bekannt, und das war für uns eine Riesenüberraschung. Der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte. Ja, und diese Geschichte wird jetzt, glaube ich, weitergeschrieben, denn die Fans wünschen sich eigentlich seit Jahrzehnten, dass du, Oswald, einmal wieder gemeinsam mit den Kastl-Ruther Spatzen auftrittst. Es hat irgendwie nie geklappt. Bis heute, meine Damen und Herren, heute ist der Moment, wo wir Oswald Sattler wieder gemeinsam mit den Kastl-Ruther Spatzen erleben werden. Und wir fühlen uns wirklich geehrt, dass diese, ich sage mal, kurze Wiedervereinigung hier auf unserer Musebühne stattfindet. Wir freuen uns sehr. Genießen wir diesen ganz besonderen TV-Moment mit Oswald Sattler und den Kastl-Ruther Spatzen. Aller Anfang ist Musik. Viel Spaß. Wie es anfing, daran denkt man gern zurück. Unsere erste große Liebe war die Musik. Gemeinsam und mit tausend Melodien singen durch das ganze Land zu ziehen. All das war und ist für uns das größte Glück. Anfang ist Musik in Kastl-Ruth. Eine Handvoll Musikanten zieht hinaus. Sie tragen seit dem ersten Tag in ihrem Herzen eine Glut. Und das Feuer der Musik geht niemals aus. Nach vielen Jahren und immer, immer wieder ist es die Musik, die uns zusammenbringt. Und die
als vertrauten Melodie. Die Bilder, die an uns vorüberziehen, erinnern uns daran, wie und wo das alles begann. Aller Anfang ist Musik in Kastelruh. Eine Handvoll Musikanten zieht hinaus. Sie tragen seit dem ersten Tag in ihrem Herzen eine Glut. Und das Feuer der Musik geht niemals aus. Aller Anfang ist Musik in Kastelruh. Eine Handvoll Musikanten zieht hinaus. Sie tragen seit dem ersten Tag in ihrem Herzen eine Glut. Und das Feuer der Musik geht niemals aus. Das Feuer der Musik geht niemals aus. Wahnsinn, oder? Was ist das für ein Fernsehmoment? Vielen herzlichen Dank nochmal an Oswald Zartler und die Kastelruther Spatzen. Ja.